Servus und herzlich willkommen auf dem Kanal Leo Coburg. Zwei Outdoor-Aktivitäten, die sich perfekt kombinieren lassen, sind Fahrradfahren und Camping. Doch nicht jeder will sich natürlich gleich einen Camper oder Wohnmobil zulegen. Deswegen möchte ich dir heute mal die Möglichkeit des Dachzeltes vorstellen. Das ist wirklich eine super Möglichkeit, wie man auch komfortabel eine Fahrradreise machen kann. Und ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. Ich möchte dir jetzt erst einmal einen Überblick über das Dachzelt geben, was du beachten musst und ob das überhaupt auf dein Auto passt. Und dann stelle ich dir die Möglichkeiten vor, wie du die Fahrräder am besten mittransportierst. Und natürlich gibt es noch wichtige Tipps und Tricks, damit der Trip noch schöner wird. Bevor wir dazu kommen, ob ein Dachzelt überhaupt auf dein Auto passt, möchte ich dir noch ein paar allgemeine Sachen zum Dachzelt erklären. Und es ist so, dass die meisten Modelle in der Regel für 2 bis 4 Personen geeignet sind. Und es gibt eben Modelle aus Stoff, so wie jetzt bei uns hier, und sogenannte Hardtop-Modelle. Die Modelle aus Stoff, die eignen sich auch gut für kleinere Fahrzeuge. Warum? Weil die ausklappbar sind und du somit eine größere Liegefläche hast. Und bei den Hardtop-Modellen, das ist quasi ein Hartschalendach. Die gesamte Liegefläche ist also quasi schon das Zelt, wie es auf dem Auto montiert ist. Und deswegen bieten sich die Hardtop-Modelle eher für größere Autos an. Wenn du mit Dachzelt verreist, liegt die Maximalgeschwindigkeit bei 130 km/h. In unserem Fall ist es eh egal, weil wir Fahrräder außen mittransportieren. Hier liegt die Maximalgeschwindigkeit dann auch bei 130 km/h, also nimmt sich das eigentlich nichts. Das Gewicht vom Dachzelt ist nicht zu unterschätzen, die wiegen zwischen 30 bis 80 Kilo. Deswegen sollte die Montage mindestens zu zweit erfolgen. Da ist tatsächlich gar nicht so leicht, das herauszufinden, ob ein Dachzelt zu deinem Fahrzeug passt. Weil man eben verschiedenste Angaben beachten muss, möchte ich mit dir jetzt Schritt für Schritt durchgehen, was zu beachten ist. Im ersten Schritt musst du prüfen, ob dein Dachzelt und die Dachträger zusammenpassen. Sind die Dachträger also breit und stabil genug, um das Dachzelt aufzunehmen? Aufgepasst, es gibt viele Dachträger, die relativ dick sind und da gibt es dann Probleme mit der Montage bei den Schraubbrücken. Also auch hier vorab kontrollieren, ob die beiden eben kompatibel sind. Und am besten sollte man die Sachen vielleicht von einem Hersteller nehmen, weil dann kann der Hersteller eben auch noch schauen, ob beide zueinander kompatibel sind. Im zweiten Schritt musst du herausfinden, ob die Dachlast von deinem Fahrzeug zum Gewicht vom Dachzelt inklusive der Dachträger passt. Was bedeutet das? Also dazu müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Zum einen die maximale Dachlast von deinem Fahrzeug. Das ist die dynamische Fahrlast und die bezieht sich auf die maximale Zuladung während der Fahrt. Also wie gesagt, wenn du ganz normal auf der Straße damit unterwegs bist. Diese Angabe findest du auch in der Betriebsanleitung und die ist bei ganz vielen Fahrzeugen bei 75 Kilo. Es gibt Fahrzeuge, die haben auch eine geringere maximale Dachlast und manche eine höhere, zum Beispiel 100 Kilo oder so. Und das Gewicht von deinem Dachzelt inklusive der Träger, das darf eben diese maximale Dachlast nicht überschreiten. Jetzt fragst du dich bestimmt, Moment, wenn die maximale Dachlast bei 75 Kilo liegt und das Dachzelt bereits 50 Kilo wiegt, wie soll sich das überhaupt ausgehen? Hier kommt die sogenannte statische Dachlast ins Spiel und das ist so, wenn das Fahrzeug stillsteht, dann spricht man eben von dieser statischen Dachlast und da darf man die dynamische Last um einiges überschreiten. Wie hoch genau? Das ist dann auch wieder fahrzeugabhängig. In der Regel sagt man 300 Kilo sind überhaupt kein Problem, weil das Dach muss ja auch stabil genug sein, wenn sich das Fahrzeug zum Beispiel überschlägt, dass sich das Dach nicht eindrückt. Ja. Ganz wichtig ist, dass man das maximal zulässige Gesamtgewicht vom Fahrzeug mit aller Zuladung, also mit Personen, mit Dachzelt, mit Dachträgern und so weiter eben nicht überschreitet. Und wie hoch oder wie genau die statische Dachlast von deinem Dach ist, das kannst du normalerweise auch bei deinem Fahrzeughersteller erfragen. Also, unser Dachzelt wiegt jetzt 54 Kilo, die Dachträger liegen bei ca. 6 Kilo, also sind wir bei ungefähr 60 Kilo und die Traglast vom Dachzelt liegt bei 270 Kilo. Also 270 plus 60, wir wären bei 330 Kilo, womit das Dach maximal belastet wird, wenn es stillsteht. Und dieser Wert, wenn ich jetzt den dazu rechne zum Leergewicht vom Fahrzeug, dann bleiben wir auf jeden Fall noch deutlich unter dem maximal zulässigen Gesamtgewicht. Somit ist es überhaupt kein Problem,
und absolut passend. Das alles zusammen ist natürlich ein bisschen kompliziert. Ich möchte dir deswegen nochmal einen kurzen Gesamtüberblick geben. Erstens, Dachzelt plus weitere Zuladung am Dachträger muss geringer sein als die Maximallast des Dachträgers. Zweitens, das Dachzelt plus Dachträger plus weitere Zuladung am Dach muss geringer sein als die zulässige Dachlast, also die dynamische Dachlast. Drittens, das Leergewicht des Fahrzeuges plus Dachträger plus Dachzelt plus Gepäck plus Passagiere, also alles was dran ist, muss geringer sein als das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Wenn du gerade überlegst, dir ein Dachzelt anzuschaffen, dann möchte ich dir kurz die Vor- und Nachteile aufzeigen, die dir vielleicht bei der Entscheidungsfindung helfen. Im Vergleich zum Camper, Wohnmobil oder Wohnwagen ist das Dachzelt immer noch eine relativ preisgünstige Möglichkeit, komfortabel in den Urlaub zu fahren. Die Preise liegen bei ca. 1000 bis 3000 Euro. Ein Dachzelt kannst du wirklich super schnell auf- und abbauen, Könner schaffen das innerhalb von einer Minute. Dadurch, dass du das Zelt am Dach hast, bleibt dir natürlich der ganze Stauraum im Auto enthalten und die ganzen Nachteile von einem normalen Zelt, wie zum Beispiel Nässe und Frost am Boden, fallen hier weg. Am Ende der Urlaubssaison kannst du das Dachzelt auch einfach verstauen. Bei Spezialfahrzeugen wie Camper, Wohnmobil und so weiter musst du dich natürlich um einen Stellplatz und um An- und Abmeldung kümmern. Die Nachteile des Dachzeltes sind, dass du maximal 130 km/h fahren darfst und natürlich auch der Spritverbrauch steigt. Bei Unwetter und Regen und so weiter bist du natürlich nicht so gut geschützt wie zum Beispiel in einem Camper. Und es ist so, dass sie trotz des relativ günstigen Preises natürlich immer noch teurer in der Anschaffung sind wie ein normales Zelt. Wo darf ich denn jetzt eigentlich überall campen bzw. mich mit meinem Dachzelt hinstellen? Einfach in der freien Natur drauf loszelteln, das geht nicht, da müssen wir aufpassen, das klären wir gleich. Du darfst natürlich auf ausgewiesenen Wohnmobilstellplätzen übernachten, dann auf ausgewiesenen Campingstellplätzen. Und was eine super Möglichkeit ist und was wir auch öfter machen, ist bei privaten Grundstücken anfragen. Da gibt es im Internet auch gute Seiten, auf die ich jetzt speziell eingehen möchte. Das findest du mit einer kurzen Google-Suche. Aber wenn man wirklich nett anfragt, auch also im In- und sowohl auch Ausland und bei privaten Grundstücksbesitzern anfragt, die das ausschreiben, da haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wie schaut es denn jetzt eigentlich mit dem Thema Wildcampen aus? Ist es erlaubt oder nicht? Und es ist so, dass jedes Bundesland das für sich separat regelt. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn du jetzt zum Beispiel komplett übermüdet bist und nicht mehr fahrtüchtig bist, ja, dann kannst du zur Wiederherstellung deiner Fahrtüchtigkeit kurz nächtigen. Allerdings ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel draußen Tisch, Campingstühle und so weiter aufstellst, dann, wenn Polizei vorbeischaut, schaut es natürlich eher nach einem Campinglager aus und dann kannst du tatsächlich Probleme bekommen. Und wie gesagt, in so einem Fall, wenn du irgendwie mal kurz stehen bleiben solltest und erwischt wirst, also hatten wir jetzt eigentlich noch keine Probleme, aber das ist so ein bisschen ein Graubereich. Wo du aber auf gar keinen Fall übernachten darfst, das sind natürlich Natur- und Landschaftsschutzgebiete und schau bitte unbedingt im Internet, ob du dich in einem solchen befindest und die Strafen, die sind tatsächlich ziemlich hoch, also unterschätzt das nicht und Unwissenheit schützt hier auch nicht vor Strafe. Was wir schon oft erlebt haben, ist, wenn irgendjemand, wo campt oder zeltet, nur weil die dort stehen, muss das nicht heißen, dass es unbedingt erlaubt ist. Ja? Also lasst euch da nicht vielleicht mit reinziehen und klärt das bitte separat ab. Und ganz allgemein beim Campen gilt, also ihr solltet den Platz immer verlassen, als ihr hinkommen seid, nehmt den Müll mit und geht respektvoll mit den anderen und auch mit der Natur um. Wir wollen bei unserem Campingtrip ja die Fahrräder mitnehmen und wie bekommen wir diese nun am besten mit dem Auto transportiert? Es ist so, dass man immer mehr von den Dachträgersystemen wegkommt. Tatsächlich ist es so, dass es auch Dachzelte gibt, ein bisschen kleinere Modelle, wo man links oder rechts, je nachdem wie man es positioniert, noch ein Fahrrad auf den Dachträger raufbekommen würde. Aber ich würde euch tatsächlich, wenn ihr die Bikes mitnimmt, einen Anhängerkupplungsträger empfehlen. Man kann die Bikes natürlich auch im Auto transportieren, aber eine der komfortabelsten Lösungen sind die Anhängerkupplungssysteme. Die Anhängerkupplungsträger sind wirklich super komfortabel und laut Stiftung Warentest auch die sicherste Variante. Wenn du einen Anhängerkupplungsträger montieren möchtest, brauchst du natürlich eine Anhängerkupplung. Und falls du diese nicht hast, ist die Nachrüstung relativ teuer, aber die kann sich unter Umständen schon rentieren. Ich benutze das System wirklich unglaublich gern und es ist so, dass du schwere E-Bikes montieren kannst. Der Träger selber ist relativ schnell aufgesteckt. Also ist wirklich ein super System. Und zwei Dinge musst du aber beachten und die sind ganz wichtig für dein Setup. Zum einen die Stützlast des Trägers oder der Anhängerkupplung selber.
Darauf wird ja der Anhängerkupplungsträger und die Bikes montiert. Diese zwei Sachen zusammengerechnet dürfen eben diese Stützlast nicht überschreiten, ganz wichtig. Dann haben wir noch die Traglast des Anhängerkupplungsträgers selber, das heißt, mit wie viel Kilo darf dieser belastet werden. Beispielrechnung bei uns ganz kurz, der Träger bei mir wiegt jetzt ca. 22 Kilo und der erlaubt maximal 60 Kilo insgesamt. Das heißt, ich bin bei 82 Kilo, also meine Anhängerkupplung benötigt eine Stützlast von über 82 Kilo, die hat 90 Kilo in dem Fall, das passt. Der Anhängerkupplungsträger erlaubt, wie gesagt, die Mitnahme von insgesamt 60 Kilo, wobei die schwersten Bikes jeweils 30 Kilo wiegen dürfen. Ich habe jetzt hier zwei relativ schwere E-Bikes oben, die haben knapp 30 Kilo. Also ich habe jetzt hier das Maximalgewicht sozusagen schon erreicht. Ein drittes Bike könnte ich hier nicht mehr mitnehmen. Wenn ich aber drei leichtere Bikes habe, die insgesamt unter 60 Kilo bleiben, ist das kein Problem. An der Stelle habe ich zwei coole Tipps für euch. Zum einen, wenn ihr E-Bikes transportiert, würde ich empfehlen, die Akkus im Auto zum Transportieren, weil die wirklich relativ schwer sind. Das wird von einigen Herstellern auch so empfohlen. Und ich habe es mir durchgerechnet, wenn ich jetzt hier die beiden Akkus entferne, pro Stück 5 Kilo, habe ich jetzt quasi 10 Kilo weniger Belastung auf dem Träger. Das heißt, ich könnte hinten noch ein leichtes Bike mit ca. 10 Kilo mit transportieren. Tipp Nummer 2, prüfe vor Kauf des Trägers, ob der mit deinem Radl kompatibel ist. Es gibt ja mittlerweile die ganzen dickeren Reifen, Fatbikes und die Plus-Modelle bei den Reifen. Und deswegen sollte die Führungsschiene auf jeden Fall breit genug sein und die Zurschlaufen sollten mit deinem Radl kompatibel sein. Zusätzlich brauchst du für deinen Träger noch ein weiteres Nummernschild mit dem gleichen Kennzeichen und du könntest theoretisch auch das Kennzeichen, das hintere Kennzeichen hier montieren. Ist natürlich ein bisschen Aufwand und da die Schilder mit ca. 10 Euro nicht besonders teuer sind, würde ich die zusätzlich auf jeden Fall empfehlen. Wenn du die Bikes auf dem Träger befestigst, ein wichtiger Tipp, das schwerste Bike sollte immer möglichst nahe zum Auto stehen und das leichteste Bike natürlich weiter hinten, weil das vom Hebelverhältnis natürlich dann günstiger ist. Und aufgepasst, wenn du eine Heckklappe hast, das kann unter Umständen Probleme bereiten. Die Fahrradträger, die lassen sich ja nach hinten umklappen, aber bei manchen Fahrzeugen geht dann der Kofferraumdeckel bzw. eben die Heckklappe bei Bussen oft nicht auf, also das unter Umständen bedenken. Ganz wichtig, wenn es auf Urlaubsreise geht, an die Warntafel denken. Für Italien haben wir die 5 Streifen und für Spanien die 3 Streifen. Es gibt also diese Wendetafeln, die sind super praktisch und die Strafen sind nicht unerheblich, falls man tatsächlich mal deswegen kontrolliert werden sollte. Wenn wir schon bei Strafen sind, aufgepasst, die Gesamtbreite eures Fahrzeugs darf 2,55 Meter nicht überschreiten. Aufgepasst auch noch bei der Höchstgeschwindigkeit. Die liegt bei den meisten Trägern auch bei 130 km/h und erkundig dich aber bitte bei deinem Hersteller, das ist teilweise unterschiedlich. Aber bei diesem Setup jetzt mit Dachzelt dürfte man sowieso nicht schneller fahren, weil hier auch die Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h liegt. Dann haben wir noch einen Nachteil, der genauso beim Dachzelt gilt, nämlich steigt der Spritverbrauch beim Anhängerkupplungsträger um ca. 10%. Aufgepasst auch bei der Kompatibilität vom Verbindungsstecker. Es gibt 7- und 13-polige und die müssen natürlich zu eurem Fahrzeug passen. Ansonsten kann man sich einen Adapter zulegen. Auf die Fahrraddachträger möchte ich jetzt im Detail gar nicht eingehen, weil die mit dem Dachzelt eher wenig Sinn machen. Wir haben dazu schon ein spezielles Video gemacht, das verlinken wir dir hier. Und wenn du jetzt einen Bus hast mit Flügeltüren oder Heckklappe, dann hätte ich noch 2 Tipps für dich. Falls du einen Bus mit Flügeltür oder Heckklappe hast, dann bieten sich 2 Varianten an. Und zwar sind es der Heckklappen- bzw. der Flügeltürträger. Und der Vorteil ist, dass die eigentlich auch recht einfach zu montieren sind und sich eben für Busse speziell und besonders gut anbieten. Und du kannst aber hier meistens nicht ganz so schwere Bikes montieren und die Scharniere vom Bus bzw. von der Tür werden dann entsprechend höher belastet. Falls jetzt hier immer noch nichts für dich dabei gewesen sein sollte, dann gäbe es noch die Montage am Fahrzeugrahmen. Das sind sehr spezielle Träger, die am Chassis des Fahrzeugs montiert werden. Dazu musst du dich bitte selbstständig erkundigen. Das würde jetzt hier einen Rahmen sprengen und ist wirklich nur unter besonderen Konstellationen empfehlenswert. Noch ein paar Tipps für die E-Bike-Fahrer. Je nachdem, wo du dein Camp aufgeschlagen hast, kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht keine Stromversorgung hast. Deswegen, wie gesagt, jetzt noch einige Tipps. Also, wenn du Stromversorgung hast, dann macht es aber auf jeden Fall Sinn, eine Mehrfachsteckdose mitzunehmen. Somit kannst du quasi mehrere Akkus gleichzeitig laden. Und was wir häufig machen, ist auch unterwegs mal das Ladegerät dabei zu haben
und zwischenzuladen, je nach Tour. Das funktioniert eigentlich recht gut. Falls du sehr lange Touren geplant hast, musst du das natürlich abhängig machen von der Kapazität deiner Akkus. Die größeren Modelle haben schon bis 750 Wattstunden. Und jetzt ist die Frage, ja, wie weit willst du fahren? Ein Zweitakku kann hier natürlich Sinn machen, vor allem wenn man die kleineren Modelle hat. Falls du keine Stromversorgung auf dem Campingplatz haben solltest, dann wäre vielleicht ein Solargenerator was für dich. Und zwar kann man mit Solarpanelen so eine Art Akku aufladen und dieser Akku wiederum, ja, da gibt es verschiedene Kapazitäten, bis über 2000 Wattstunden mittlerweile, und mit denen kann man dann auch die E-Bikes wieder aufladen. Aufgepasst bei sogenannten Wechselrichtern, ja, von 230 Volt auf 12 Volt, also wenn man quasi eine normale Steckdose hier am Auto anschließen möchte, die zieht natürlich relativ viel Strom und sogar mehr Strom als die Lichtmaschine produziert, also auch während der Fahrt aufgepasst, und hier kann quasi die Autobatterie entladen werden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass du vielleicht ein paar Tipps für deinen Campingurlaub mit Bike mitnehmen können hast oder dass wir dich ein bisschen inspirieren können haben. Wenn du nur irgendwelche Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar und wir beantworten dir den gern. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Urlaub, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Anna.